Manchmal wünscht man sich einen Ort, an dem man sich völlig ungestört zurückziehen kann, um die Ruhe zu genießen und dem hektischen Alltag zu entgehen. Während diese raren Momente der absoluten Ruhe zwar nicht oft vorkommen, reicht es dennoch den meisten Menschen, diese für sich zu nutzen. Es gibt allerdings auch Menschen, die aufgrund ihrer ganz eigenen Betrachtungsweise mutig einen kompletten Neuanfang wagen oder aber sich komplett von gesellschaftlichen Normen befreien. In den letzten Jahren wurde bereits über viele Geschichten von Menschen, die seit Jahren die Zivilisation vermieden haben, berichtet. Die 10 interessantesten möchte ich euch heute vorstellen. Nummer 10. Christopher McCandless. Christopher McCandless Lebensgeschichte wurde durch die Verfilmung Sean Penn's Into the Wild bekannt. Christopher, der am 12. Februar in Kalifornien geboren wurde, verschenkte kurz nach Ende seines Studiums Geld aus einer Erbschaft und zog mit minimaler Ausrüstung, darunter ein Gewehr, einem Schlafsack, einem Zelt und weiteren kleinen Gegenständen durch Amerika. Nach zweijähriger Wanderschaft brach Christopher dann nach Alaska auf, um zivilisationsfrei in unberührter Umgebung zu überleben. Am 6. September 1992 wurde McCandless schließlich von Elchjägern tot in einem verlassenen Bus unweit einer Straße aufgefunden. Eine später durchgeführte Obduktion ergab, dass der junge Mann zum Zeitpunkt seines Todes etwa 30 Kilogramm wog und vermutlich an Unterernährung, möglicherweise aufgrund einer Vergiftung gestorben war. Christopher McCandless verbrachte 113 Tage allein in der Wildnis. Nummer 9. Ho Van Tan. Nachdem Bauern in der bergigen Region um das Dorf Chia Tem in Vietnam mehrfach zwei seltsame Männer gesehen hatten, die sich ungewöhnlich verhielten, alarmierten sie die Polizei. Diese fanden schließlich Ho Van Tan und seinen Sohn, die mehr als 40 Jahre in Isolation gelebt hatten. Ho Van Tan war während des Vietnamkrieges mit seinem damals einjährigen Sohn in den Wald geflohen, nachdem eine Explosion sein Haus zerstört und seine Frau und seine zwei Kinder in den Tod gerissen hatte. Die beiden lebten in einer Baumhütte tief im Dschungel und ernährten sich von Waldfrüchten und Tieren, die sie gejagt hatten. Nach Willen der Behörden sollen beide Männer wieder in die Gesellschaft integriert werden. Nummer 8. Familie Lückhoff. Die Familie Lückhoff wurde 1978 zufällig durch ein Team von Geologen in der sibirischen Taiga entdeckt. Sie selbst wurden 1936 in die totale Isolation gedrängt, da sie Mitglieder einer russisch-orthodoxen Sekte waren, die seit jeher mit Verfolgung durch Russland zu kämpfen hatten. In totaler Wildnis bauten sie sich mit einfachsten Mitteln ein eigenes Ökosystem auf, betrieben Ackerbau und jagten Tiere. Während die Mutter der Familie Akulina Karpowna bereits 1961 an Hunger gestorben war, starben im Herbst 1981 zwei der Kinder an Nierenversagen und eines an einer Lungenentzündung. Von der ursprünglich sechsköpfigen Familie, die mehr als 40 Jahre in totaler Isolation verbracht hatten, blieben schlussendlich nur noch der Vater Karp Osipovic und seine jüngste Tochter Agafia übrig. Karp verstarb 1988 im Alter von 87 Jahren. Seine Tochter jedoch lebt noch immer im Exil. Nummer 7. Onoda Hiro. Leutnant Onoda Hiro war während des Zweiten Weltkrieges auf der philippinischen Insel Lubang als Nachrichtenoffizier stationiert. Die Insel wurde jedoch im Februar 1945 von amerikanischen Truppen erobert. Onoda und drei weitere Soldaten konnten fliehen und sich im Dschungel verstecken. Während sich einer der drei erst 1950 ergab, wurden die zwei weiteren Weggefährten von Onoda, einer davon 1954 durch einen Suchtrupp und ein weiterer etwa 1972 von der lokalen Polizei erschossen. Übrig geblieben war nur noch Onoda, der nie den Befehl von einem Vorgesetzten annahm, sich zu ergeben und so auf der Insel ausharrte. Erst am 9. März 1974 flog Taniguchi, sein ehemaliger Vorgesetzter, der zwischenzeitlich Buchhändler geworden war, auf die Insel, um Onoda zu informieren, dass Japan im Zweiten Weltkrieg kapituliert hatte und befahl ihm, sich zu ergeben. Zu dieser Zeit trug er noch immer seine Uniform, das Katana-Schwert und sein Gewehr. Nummer 6. Everett Roos. Everett Roos wurde am 28. März 1914 geboren, war Künstler, Poet, Autor und leidenschaftlicher Wanderer. 1931 begab sich Everett auf eine Wanderschaft, um die Canyons und die Wüsten Utahs zu erkunden. Nachdem er etwa 4 Jahre unterwegs war und es darauffolgend über mehrere Monate kein Lebenszeichen von ihm gegeben hatte, machten sich Suchtrupps auf den Weg, um ihn zu finden. Tatsächlich fand man sein Lager, jedoch war das Gepäck weg. Manche glaubten nun, dass er entweder gestorben, andere vermuteten jedoch, dass Everett der Zivilisation entflohen war.
Erst 2009 wurde das Rätsel um Everett Roos gelöst. Ein Navajo hatte ein Skelett in einer Felsspalte in der Gegend um Compridge gesucht und gefunden, nachdem ihm sein Großvater erzählt hatte, dass er vor vielen Jahrzehnten beobachtet hatte, wie drei Indianer vom Stamm der Utah einen jungen Mann verfolgten, ihn ausraubten und erschlugen. DNA-Abgleiche und Vergleiche der Kiefernpartie mit Porträtaufnahmen von Everett Roos aus dem Jahr 1933 ergaben, dass es sich bei der Leiche tatsächlich um Everett handelte. Nummer 5. Indianer. Der wohl isolierteste Mensch der Welt lebt in den Wäldern des Amazonas. Hierbei handelt es sich um einen der letzten überlebenden Indianer eines bisher unbekannten Stammes. Bekannt ist dieser auch unter dem Spitznamen der Mann im Loch, da er mehrere tiefe Löcher mit Stacheln am Boden gräbt, um Beute zu fangen und seine Habseligkeiten dort zu verstecken. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurden seine Angehörigen getötet oder aber starben an Krankheiten. Der Indianer lebt tief im Amazonas in einer kleinen Hütte. Jedwede Kontaktaufnahme wurde nicht erwidert. Um das Leben des Mannes zu sichern und zum Schutz wurde beschlossen, das Gebiet der Tanaro-Indigene zu erweitern. Nummer 4. Öko-Kommune. Bei einem Routineflug über dem Naturschutzgebiet Pembrokeshire National Park in Wales entdeckte der Pilot etwas, was im Sonnenlicht blinkte. Nach näherer Untersuchung entdeckten Parkwächter eine Kommune, die ein Dorf errichtet hatten. Die insgesamt 12 Erwachsenen und 10 Kinder lebten bis zu ihrer Entdeckung über etwa 4 Jahre durch Selbstversorgung. Nicht nur, dass sie sich von Obst und Gemüse aus eigenem Anbau ernähren, auch liefern Solarzellen auf 6 errichteten Hütten Strom und warmes Wasser. Da das Dorf jedoch ohne bauamtliche Genehmigung errichtet wurde, möchte die Parkverwaltung das Dorf räumen lassen und niederreißen. Nummer 3. Christopher Thomas Knight. Christopher Thomas Knight, auch bekannt als The North Pond Hermit, war ein Aussteiger, der etwa mit 20 Jahren der Zivilisation in den Rücken kehrte und für etwa 27 Jahre in den Wäldern von North Pond im Gebiet von Maine lebte. Er lebte während seines Exils in einem Zelt und sicherte sein Überleben vor allem durch Diebstähle und Einbrüche in nahegelegene Hütten. Über 1000 Einbrüche sollen auf sein Konto gegangen sein. Schlussendlich wurde Knight dann doch bei einem Einbruch auf ein leeres Ferienlager für Behinderte verhaftet und zu 7 Monaten Gefängnis verurteilt. Bis zu seiner Ergreifung hatte er für fast 30 Jahre nicht ein einziges Gespräch mit irgendjemandem geführt. Nummer 2. Juana Maria. Juana Maria, besser bekannt als The Lone Woman of San Nicolas Island, war die letzte Überlebende des Indianerstammes der Nicoleno und lebte etwa 18 Jahre alleine auf ihrer Heimatinsel. Nachdem bei einem Massaker 1814 durch Pelztierjäger ein Großteil des Stammes getötet worden war, starben 1835 die restlichen evakuierten Stammesmitglieder in den Folgejahren an Infektionskrankheiten. Erst 1853 wurde die Frau nach einer zuvor erfolglosen Suchaktion gefunden und gerettet. Die etwa 50 Jahre alte Frau lebte in einer Höhle und ernährte sich unter anderem von Robbenfleisch. Sie starb nur 7 Wochen nach ihrer Rettung am 18. Oktober 1853 an einer Erkrankung des Dickdarms. Nummer 1. Richard Poenecke. Richard Poenecke wurde am 4. Mai 1916 geboren und entschied sich im Alter von 52 Jahren für den Ausstieg. Er lebte mehr als 30 Jahre in einer Blockhütte an den Twin Lakes in Alaska, die er inklusive Kamin und Einrichtung aus Materialien der Umgebung erbaute. Sein Überleben sicherte er vor allem durch Fischen, Jagen und Sammeln. 1999 kehrte Poenecke zurück und lebte bis zu seinem Tod mit seinem Bruder in Kalifornien. Er starb im Alter von 86 Jahren an einem Schlaganfall. Seine Hütte ist heute eine beliebte Touristenattraktion und wurde 2007 in die Liste der Kulturdenkmale der USA aufgenommen. Das war's für heute. Noch ein kleiner Hinweis, in Zukunft möchte ich auf Instagram und Twitter etwas aktiver werden und euch mit interessanten Dingen versorgen, die ich während der Recherche entdecke. Bevor ich mit YouTube begonnen habe, habe ich regelmäßig Fakten gepostet. Das heißt, dass die meisten Follower gar nicht von YouTube kommen. Es würde mich sehr freuen, wenn ich euch auch auf meinen Social Media Seiten wiederfinde. Gerne können wir dort auch miteinander schreiben. Jetzt zum Beispiel bin ich auf der Suche nach einer spannenden Serie. Über Empfehlungen von euch würde ich mich freuen. Bis später vielleicht. Danke fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr es mir mit einem Daumen nach oben zeigt. Und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns bald wieder.